Und direkt, wo wir aufgehört haben, geht's weiter. Und zwar werden wir jetzt mal gucken, was wollen wir weiter erforschen. Ich könnte langsam mal die Körper erforschen, weil, ja, ich könnte langsam mal die Plasmagewehre und so forschen, aber das kostet halt Illyrium und Alloy und so. Und vor allem Waffenfragmente. Das ist das Wichtige. Waffenfragmente haben wir auch nicht so viele, wenn ich mal ehrlich bin. Plasmakanone, ich weiß nicht. Ich meine, die Laserkanone reicht eigentlich auch, aber Plasmakanone wäre auch nicht schlecht. Ja. Mir läuft die ganze Zeit die Nase, ey. Hoffentlich hört man das nicht so krass. Diese Fortschritte könnten die Plasmapistole, komm. Wissenschaft in eine völlig neue Richtung lenken. Ein neues Forschungsgebiet. Ja, komm. Satellitentarnung ist fertig. Wir haben keinen Rabatt gekriegt, schade. Weitermachen. Jetzt sind unsere Satelliten Unsere fertig. Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihrem Befehl Fünf kann der Stück. Einsatz erfolgen. Das machen wir mal direkt. Nein, da wollte ich nicht hin. Dahin. Satelliten starten. Und zwar einen direkt nach Indien. Satellit gestartet. Ja, in China. Wir haben ja keine Abfang. Ach, stimmt ja, wir haben die ganzen Abfangjäger noch an einem Ort. Ah, es hätte böse enden können, wenn ich ehrlich bin. Das hätte sehr böse enden können. Gehen wir noch nach China und Australien? Ich weiß es noch nicht. Kriegen wir mehr Ingenieure. Ingenieure sind natürlich auch nicht schlecht. Frankreich, Russland, mütterchen Russland. Nach Russland könnte ich auch mal schicken. Ich könnte sowieso allgemein mal hier machen, dann kriegen wir nämlich Expertenwissen. Das war von wegen, dass Forschungslabor, glaube ich, leichter zu bauen sind und so, aber ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. All in. Oh ja, all in. Das machen wir. Satellit gestartet. Satellit Jetzt kriegen wir nämlich gestartet. 30% mehr am Ende des Monats. Das ist so viel. Wir haben noch zwei Satelliten, die können wir theoretisch abschießen. Also abschießen nicht im Sinne von, sondern eher abschießen im Sinne von, wir schicken die mal wohin. Ich würde sagen, wir bedecken mal komplett Satellit Asien. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Kapazität erreicht. Weitere Ziele Was? erforderlich. Das war, glaube ich, ein Bug vom Spiel. Gut. Hangar, so. Haben die alle Laserkanonen? Ja, die haben alle Laserkanonen, das ist gut. Haben die. Ja, die haben alle Laserkanonen, genau, gutes Deutsch. Dahin. Uns fehlt ein Jäger, fällt mir gerade auf. Afrika haben wir keinen Jäger für. Da muss ich mal eben was machen. Und zwar zum Lagerzentrum und nochmal zum Schwarzmarkt und dann wollen wir mal ein paar Aliens verkaufen. Komm, ich verkaufe mal ein paar Mutants. Nicht viele. Ich mach mal bis 10, ja gut. Finman mache ich mal wirklich ein bisschen mehr. 7. So haben wir genug Geld, dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen was machen. Und zwar wollte ich machen zum Hangar. Abfangjäger ja kaufen. Ja, wir brauchen einen. Und dann muss ich mal direkt zur Technikabteilung. Der Firestorm kostet nicht mehr so viel eigentlich. Das könnte ich eigentlich demnächst bauen. Plasmakanone, komm, bauen wir erstmal eine. Laserkanone. Gut, dann müssen wir warten, bis der Abfangjäger da ist. Commander, hier ist eine Übertragung Oh, der Rat. Höchste Prioritätsstufe. Wenn man nutzt, den Anfang, ein entführter Zivilist irgendwo geschafft hat. Ach so, ja gut, wir müssen halt den Alien halt retten. Wo ist das? Ja, wo? Nicht jetzt, machen wir gleich. Ich will gucken, wo das ist. So. Na, ich will das auf der Karte sehen, Mann. Mensch. Wo? Zeigt er mir auch nicht auf der Karte. Willst du mich verarschen, Game? Ja, Game will mich verarschen. Mann. So, dann wollen wir mal Bergung machen. Komm. Machen wir jetzt. Ja, wir starten den Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Gut, alle sind ausgerüstet. Und vor allem alle sind auch richtig gut ausgerüstet. Das ist ja schon mal das Wichtige, ne? Pulsbogen ist richtig. Gut. Wir werden jetzt sowieso wieder Finman kriegen. Ach da, genau. Ah, okay. Haben wir doch gezeigt. Gut. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. America. Ah ne, Kanada. Oh, Kanada. Oh, ein bisschen Kanada-Mission machen. So, wir müssen erstmal jetzt den finden, der abgehauen ist. Sie. Anna. Anna Singh. Okay, sing Anna. Erzähl uns von den Aliens. Sing, ja, sie muss ja singen, ne? Edna, ich kann Edna mit Edna so weit? Das ist ja auch geil.
Unsere Gegner werden sowieso nur Finman sein, das sag ich jetzt schon mal. Jo, Finman, es ist schon mal klar, dass es nur Finman sind eigentlich. Kannst du einen treffen? Oh, ich liebe dieses Plasma-Geräusch. Oh, das ist so geil. Da müsst ihr mir doch zustimmen. Der Plasma ist doch so geil, oder nicht? Der ist richtig toll. Ich will jetzt zu Weihnachten haben. Naja, nicht wirklich, aber... Und Laserpistole habe ich deswegen, Plasmapistole habe ich deswegen jetzt gelernt, gemacht als Auftrag, weil, ja, Plasmapistole hat auch seine Vorteile, ne? Ich meine, müsste man überlegen, die Plasmapistole, die kann halt zumindest er schon mal benutzen hier, unser Ryan. Das ist schon mal ziemlich geil. Und Plasmapistole auch kann jeder andere benutzen. Ich meine, wir haben so viele gefangen von den Sektoiden, Sektoids, die benutzen ja auch Plasmapistole, deswegen hat seine Vorteile. Sektoiden, jetzt sag ich schon Sektoiden! Game! Mann! Deine Schuld. Böses Game. Böses Game. Böse, böse, böse. Er wird den Purschen zu Boden. Ah, da hinten sehen wir ihn noch. Und tot. Oh, Plasma-Biffe, die ist so gut. Der betrifft eigentlich fast jeder. Das ist das Geile daran. Valeria, geh mal vor. Valeria ist ja eigentlich unsere beste Schütze, wenn wir es mal so nehmen, ne? Leider kann sie auch nichts schießen, was sie nicht sieht. Das ist blöd. Sehr geistreich übrigens von mir wieder, ne? Auf nichts schießen, was sie nicht sieht, ja, ist klar. Das war sehr Captain Obvious-mäßig. Ah, Tali, wo schicke ich dich hin? Ich könnte Tali mal davor schicken. Aber da steht sie zu einer Giftwolke, das will ich auch nicht. Ich will sie ja nicht irgendwie vergiften lassen oder so. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Dass wir so ein bisschen das Gebiet abdecken können, wisst ihr? Wilkes, kommt mal rein. Kann ich ihn eigentlich da oben drauf schicken? Ich könnte ihn tatsächlich da oben drauf schicken, aber ich weiß nicht, ob er was bringt. Ich schicke Ryan lieber dahin und dann macht er erstmal Feldpost mit seiner Pistole. Gucken, ob die dahin rauskommen und spielen wollen. Ja, weil Leia, das war daneben. Er schießt. Nee, Giftwolke. Auf uns da hinten, glaube ich. Konnte ich mir denken. Blödes Arschloch. Du blöder Drecksack, du. Naja, jetzt sind sie erstmal alle vergiftet. Das ist natürlich immer blöd, ne? Ich meine, ich hasse Gift und so, ne? Aber er mag schon Gift. Edna, räum mal auf. Alter Schwede, ist das ein Arschloch? Hm. Schön, Edna, schön. Schöner Schuss. Schickt Tali auch mal hier weiter vor. Oh. Sie hat direkt zwei gefunden. Zwei Partner zum Spielen. Hallo, wollt ihr spielen? Oh shit, wir können die nicht gut treffen. Das wird ein bisschen schwer mit Spielen, ne? Daneben geschossen. Weil er ja einmal Ryan. Ryan ist wichtiger als, du bist gleich wieder im Gefecht. Wilkes. Aber Wilkes ist trotz allem nicht entbehrlich. Das soll das nicht heißen. Entbehrlich ist keiner hier. Nicht mehr zumindest.
Fällt mir gerade ein, ich habe ja vor einer Weile mal diese Witze gemacht von wegen hier, Discord heißt das Sung Ming Kim und so, ne? Ich glaube, die Witze mit Kim Jong-un und Kim Jong-il und so weiter sollte ich jetzt nicht mehr machen. Der Kerl haut ja momentan richtig blöd auf der Kacke. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Was soll der Bullshit? Aber gut, das hat jetzt gehört jetzt eigentlich nicht hierhin, also... Ja, das war jetzt nur so eine Randmerkung, die mir mal einfällt gerade. Genau, schieß an die Bank. Das war jetzt Valeria. Oder Edna. Ich glaube Edna. Gift. Ich hasse diese Penner mit ihrem Scheißgift. Wenn ich ehrlich bin, ich finde das nervigste von allen. Aber wenn ich ehrlich bin, bei Pokémon damals zum Beispiel, habe ich sehr gerne mal Gift genutzt. Also. Gift for the win und so, ne? Das ist Edna gewesen, genau. Das konnte ich mir denken, dass Edna war. Edna, geh mal dahin. Und halt dich mal, Mädel. Na, kriegen die einen Lucky Shot und machen den Crit und töten einen, ey. Deswegen, Vorsicht. Das ist die Mutter der Porzellankiste. War das nicht so der Satz? Ich weiß es gerade nicht genau. Ah, du kommst nicht so weit, Kleiner, ne? Schredderrakete. Ja, ich glaube, die Linkswitze sollte ich erstmal nicht machen. Von wegen, der haut hier momentan richtig auf Kacke. Hoffentlich ist der nicht ganz so ein Blödkopf und sorgt dafür, dass wir noch einen Weltkrieg kriegen. Das wäre nicht so schön. Das wäre extrem nicht so schön. So, und jetzt was Erfreulicherem. Wir haben die Aliens getötet. Yay. Ich meine natürlich... Yay. Und da haben wir sie. Die Anna. Gab es nicht mal einen Song von... Ah, von wem war das nochmal? War das von den Toten Hosen? Die fette Anna oder so? Was wirklich sehr gemein ist. Ich kenne Anna, die sehr nett ist. Also, sehr nett. Heißt sehr nett. Wirklich sehr, sehr, sehr nett. Und Kaboom macht's da hinten. Oder Boom, Baby. Wer das noch kennt, ich glaube keiner, aber egal. Gift. Ich glaube, es hat mich vergiftet. Müssen wir gleich machen, wir werden gleich einfach rushen. Ich werde jetzt gleich einfach rushen. Einfach meine ganze Mission schnell fertig machen. Das müsste jemand sein mit der Granate, oder? Ja, Game, bitte nicht wieder hängen. Bitte nicht wieder hängen. Bitte, Game, danke. Hier drüben, hier. Ja, wir wissen, dass du da bist. Mensch, nerv nicht. Ich muss gerade mal um die Aliens hier kümmern. Mensch. Mein Kopf zu, Alter. Alter. Ich weiß nicht, warum ich auf Alter komme. Alter. Muss kaputt. Junge. Oh Gott, ich muss den Film mal wieder gucken. Wer weiß, was ich meine. Ah, ich glaube hoffentlich keiner weiß es. Ich hoffe mal keiner weiß es. Das ist ein ziemlich dämlicher Film. Also niveaulos ist er, aber er ist lustig. So, Edna, renn mal hin und hol die Olle ab und dann rennen wir mal ganz schnell zurück und machen die Sie müssen mir helfen. Restlichen Filmen fertig. Es sind so viele. Sie sind überall. Wir müssen hier weg. Ja, wir wollen nicht schleunigst zurück zum Sky Ranger bringen. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber wären sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Oh, das wärst du definitiv, Mädel. Du wärst definitiv tot. Aber darum sind wir ja XCOM und wir retten jeden. Tipp, 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 tipp und oh Gott. Musste ich gerade drauf kommen, ey. Oh Gott, bin ich halt schlecht. Kaboom! Filmman da oben, der wird geklatscht.
Gut. Ryan hat Vision. Piu! 100% tot. Das war mir klar, dass er 100% tot ist. Dann haben wir da hinten noch jemanden. Ich glaube, das ist hier... Ah, es ist Tali. Tali könnte mal da... Ah, Tali würde ich aber gerne mal irgendwie... Ich könnte versuchen, sie nah ranzulassen und dann könnte sie mal den töten, weil... Wir müssen ja eigentlich nur alle vier töten jetzt und wir müssen dann die Anna rüberbringen. Ja, wissen wir, Blitzreflexe. Kannst du eh nicht treffen. Resistance is futile. Boom. Stirb! Diese Dinger, da waren so viele Leichen. Ich verstehe es einfach nicht. Das nennt sich Aliens. Die bringen Leute um, weil die bescheuert sind. Ich weiß auch nicht, warum die umbringen. Das würde ich auch gerne mal wissen, warum sie das machen. Im alten XCOM gab es Gründe dafür. Im alten XCOM. Ich weiß nicht, in den neuen XCOM, vielleicht haben sie die Story komplett neu angeschrieben oder so. Daher weiß ich es nicht. Aber im alten XCOM gab es wirklich einen Grund, warum die Aliens die Leute umgebracht haben. Vorsicht, Leute. Laut Aufklärung sind Feinde im Anmarsch. Ah, natürlich vorne. Ist ja klar, ne? Ich muss irgendjemand vorschicken. Gott sei Dank haben sie mich gefunden. Fast wäre es mir so ergangen wie all den anderen. Ziel erfasst. Wie steht der? Guck mal, wie der steht. Oh Gott. Steht der immer noch so da? Das würde ich jetzt wissen. Schade, das wäre lustig gewesen. Ryan? Hat keine Vision, natürlich. Wäre jetzt gut gewesen, wenn Ryan Vision gehabt hätte, dann hätte ich nämlich einfach direkt getötet. Dann schicke ich Ryan hier unten hin. Komm Ryan, do your stuff. So, Anna, wo bist du? Ich find's übrigens mal toll, dass manchmal manche Leute auch wirklich mal Kommentare hinterlassen. Ich finde das mal ein bisschen blöd, wenn keiner Kommentare hinterlässt. Das kommt mir mal so vor, als würde ich mit mir selber spielen. Aber na gut. Das mache ich ja eigentlich auch in dem Punkte. Naja. Ich spiele eigentlich auch in dem Punkte mit mir selber. Also. Oh, das hört sich falsch an. Sorry. Sorry. Vergesst es. Vergesst. Ich habe nichts gesagt. Ein aktueller Aufklärungsbericht besagt, dass Feinde sich ihrer Position nähern. Bereithalten. Nee, es kommen keine Aliens mehr. Das Ende. Im Gelände. Danke. Oh Gott. Vielen Dank. VIP. Ja, wir haben es geschafft. Ihr sagt, ja, VIP hat es geschafft. Nein, 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 nein. Ist gut. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Und ist geplättet. Huah. Unsere Truppen haben wirklich ganze Arbeit gemacht. Und keiner ist gestorben. Ich bin froh, perfekt, dass alle wohlbehalten zurück sind. Jo, 5 Wissenschaftler, weniger Panik, ein bisschen mehr Geld. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Wegen 1000 nächsten Monat. 1000, Leute, 1000! Unsere Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der außerirdischen Plasmawaffen gehört zu den gefährlichsten und schwierigsten, was wir je in Angriff genommen haben. Die kniffligste Frage dabei, nämlich wie man eine adäquate Energieversorgung unserer Gefechtsbedingten unter Gefechtsbedingungen sicherstellt, wurde durch die Erbeutung der gegnerischen Energiezellen auf Illyrium-Basis beantwortet. Kühlkörper und Wärmetauscher aus den gleichen Materialien lösten dann auch das Problem der nötigen Wärmeableitung entlang des Laufs. Dank dieser Entwicklung können wir jetzt jede Plasma-Pistole, die wir den Inversoren abnehmen, zu unseren Zwecken umbauen und sogar eigene Modelle projizieren. Produzieren. Nicht projizieren. Ist klar, projizieren. Jetzt können wir auch Waffe 3 in der Gießerei kriegen. Das ist sehr gut, das ist sehr toll. Das werden wir noch nicht machen, weil das bringt nichts. Momentan zumindest. Ich könnte eine Mutant-Autopsie machen. Dies ist das...
Weil die bringt nämlich was. Ja, ja, die sagen dann immer dasselbe. Das hatten wir, glaube ich, schon gehabt. Aber ich werde es trotzdem jetzt vorlesen. Okay, Mann. Ich habe mal das Problem, dass ich mich vorlese, wirklich, dass ich dann wirklich schneller denke, als ich eigentlich sollte. Mit unseren über zwei Meter Größe ist dieses Wesen schon optisch beeindruckend. Aber das Masseverhältnis zwischen Muskeln und der Rest der Körpermasse ist einfach atemberaubend. Seine Knochen sind extrem haltbar. Dabei aber federleicht und es scheint überhaupt kein Fettgewebe außerhalb der Muskeln zu besitzen. Also so wie die Bodybuilder heute. Es gibt kein einziges Körperteil, das nicht genetisch auf den Einsatz im Kampf hin perfektioniert wurde. Diese Mutants, ein Spitzname, den die Soldaten ihnen gegeben haben, wurde eindeutig von der Geburt an gezüchtet und modifiziert, bis sie wie eine Art organischer Kampfpanzer fungieren können. Dann sind die Mutants in der Lage, überirdische Mengen an Schaden wegzustecken und ihre Schmerzgrenze hin unfassbar hoch. Liegt unfassbar hoch. Während der Autopsie haben wir einige Tätowierungen mit rituellen Symbolen und ungewöhnlichen Zeichen entdeckt, was auf eine frühere Stammeskultur der Mutants hinweist. Uns fiel außerdem viel deutliche Übereinstimmung zwischen dem genetischen Aufbau von der Mutants und Schwebern auf, also Floatern. Ich kann natürlich nur raten, was die Aliens damit bezwecken, aber es sieht so aus, als sei die Floater früher selbst Mutants gewesen. Wenn die Aliens mit der Physiologie der Mutants experimentiert haben, können die Floater ein Abfallprodukt ihrer weniger erfolgreichen Versuche sein. In Gefecht kann ihnen unsere... Mann, ich kann mir nicht vorlesen. Details über die genaue Kampffähigkeiten dieser Wesen liefern. Jetzt können wir nämlich in der Gießerei Munition sparen machen. Das wollte ich nämlich haben. Mehr wollte ich gar nicht haben. Und ich bin eigentlich schon fast dafür, dass ich ja wirklich die Plasmakanone doch noch mache. Ich weiß es noch nicht. Oder die Erzengelrüstung. Das ist so eine Sache, ne? Ich sag mal so. Komm, machen wir einfach mal hier. Die Autopsie. Die hatten wir auch schon gesehen. Forschungslabor, nein, Technikabteilung, Gießerei. Wo bist du, Munition sparen? Das müssen wir lernen, das ist schon fast Pflicht. Dann kriegen wir nämlich mehr Schuss pro. Also, ich sag mal so, das ist ziemlich geil. Legierung, Waffenfragmente, Mutantleichen, haben wir alles da. Das ist nämlich das Gute daran, ich habe nämlich nicht viel zu viel verkauft. Ich wusste nicht mal genau, wie viel es war, ich wusste, dass unter 10 waren noch. Tage. Und oh Gott. Waffenfragmente und Ingenieur. Komm, machen wir auch mal. Komm, Scope machen wir direkt auch noch. Dann kriegen wir direkt noch ein bisschen mehr Crit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Ja, ist gut. Shen. Vor allem, wie geil das alles auf einmal hintereinander kommt. Es gibt keinen erkennbaren genetischen Unterschied zwischen den kleinen, grauen Humanoiden, die ich untersucht habe. Sie sind praktisch genetische Kopien. Ihr Gehirn ist im Vergleich zum Körper recht groß und scheint mit kybernetischen Implantaten noch weiter verbessert worden zu sein. Wahrscheinlich verbessern die Implantate die Kampffähigkeiten des ansonsten eher schwächlichen Körpers. Dr. Shen und das Team der Technikabteilung haben ein paar interessante Ideen, wie man diese Implantate an unsere Bedürfnisse anpassen könnte. Weitere taktische Informationen sind im Gefecht verfügbar, wenn Sie den Analysebildschirm auf feindliche Einheiten anwenden. Persönliche Anmerkung von Dr. Wahlen, Klone, genetische Manipulation, biokybernetische Implantate, das alles gibt Anlass zu einer schlimmeren Befürchtung über die Aliens und ihre Motive. Ja, okay, ich habe ganz gedacht, da wäre was anderes, würde ich was anderes kriegen, aus der Gießerei oder so, das ist Bullshit, das braucht keiner. Oder? Warte mal. Nee, ich finde das nicht so toll. Plasmakanone, Erzengelrüstung. Plasmakanone, Erzengelrüstung. EMP-Kanone, nein. Das ist übrigens das Plasmagewehr, ups. Plasmakanone. Ich weiß nicht, ob ich das bringt, aber... Leben zu verbessern, die ewigen Fragen der Menschheit zu beantworten. Die Aliens jedoch... Es scheint klar zu sein, dass die Wissenschaft für sie nur ein Mittel ist, um Lebensformen zu benutzen,
und auszulöschen, wie es ihrem Ziel entspricht. Ja, so sieht's halt auch aus, leider, ne? Technikabteilung, bauen. Und zwar wollen wir mal gucken. Geisterrüstung kostet viel zu viel. Ich hätte gerne zumindest eine gehabt. Ich könnte auch langsam mal die Firestorms bauen. Wie viel habe ich, für Geld habe ich, für wie viel? Ja, für eine 2 konnte ich mir denken. Habe ich auch gerade im Kopf auch gerechnet. Ich warte bis nächsten Monat und dann baue ich direkt 5 Stück. Commander, wir haben mehrere. So viel zu, ich warte bis nächsten Monat. Ah! Fälle sind auf dem Holoblock markiert. Rekrut, Ingenieure, ich glaube, wir gehen nach Australien. Dann machen wir Australien ein bisschen Radau. Folge ich nochmal ganz kurz hier raus und will mal was gucken. Ja, Munitionsspann kriegen wir nicht bis zur Zeit hin. Plasmagewehr auch nicht, wir kriegen bis dahin nichts hin. Lass mal was machen. Hangar, haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen... Ja, wir haben alle da. Warte. Kann ich irgendwas noch machen? Irgendwas... Ich glaube, ich verkaufe mal so viel, wie ich nicht brauche. Und ich baue mir jetzt eine Geisterrüstung. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Gut, dann baue ich mir auf jeden Fall nochmal die Geisterrüstung. Ich glaube, die brauchen nicht wirklich viel Zeit. Aber die kostet so viel Illyrium und so viel Alloy. Oh, das ist das Blöde an der Geisterrüstung. Deswegen ist sie auch so teuer und so wichtig. So, eine Geisterrüstung haben wir gemacht. Und die gebe ich mal direkt weiter. Kaserne? Können direkt den Auftrag starten. Wir gehen nach Australien auf jeden Fall. Nach Down Under. Und dann gucken wir mal, wer kriegt unsere Geisterrüstung. Ich würde schon fast sagen, unser bester Schütze kriegt die Geisterrüstung. Das wäre eigentlich Valeria. Aufklärungsarbeit sollte für die Truppen mit diesem Anzug kein Problem sein. Näher kommen wir an die Unsichtbarkeit nicht heran. Das ist die perfekte Rüstung. Meiner Meinung nach. Wenn ihr Ding mal von den Stats seht, hat einen Kletterhaken dabei. Und, ne, steht nicht dabei, oder? Die Bewegungsgeschwindigkeit des Trägers ist erhöht. Die hat ja schon mal Sprinter plus 3 und jetzt nochmal plus 3. Könnt ihr euch denken, wie krass das ist? Ja, es ist so krass. Bewaffnung. Plasma-Pistole. Bewaffnung. Plasma-Pistole. Ich gebe nicht allen Plasma-Pistole, ich gebe halt wirklich nur den Leuten, wo ich denke, die können sie brauchen. Ich glaube, na gut, mal Wilkes kriege ich keine. Sorry Wilkes, du kriegst eine Laserpistole. Einmal Plasma-Pistole. Edna. Plasma-Pistole. Ryan hat schon eine, oder? Ja, Ryan hat schon eine, sieht man an der Seite. Nochmal eine Plasma-Pistole weitergegeben. Perfekt. Hat Valeria eine? Ja, oder? Ja, Valeria hat eine. Perfekt. So, jetzt machen wir den richtig Schaden. Discord kann keine kriegen, das ist ja auch egal. Dann bauen wir im nächsten Monat bauen wir die, bauen wir 5 Firestorms und dann geht's los. Wir landen. Dann geht's richtig los. Dann fangen wir richtig an mit den Aliens töten. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde in Sydney! Und ja, in so einem... Graveyard... Friedhof. Ja, am Friedhof ist immer schön, ne? Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatz. Wo ist Valeria? Guck mal hier, das ist Edna. Die hat ja schon weite Reichweite, ne? Und steht weiter vorne. Und das ist Valeria. Die kommt so weit. Ich kann die bis hier hinten hin sprinten lassen. Bis da hinten hin. Das ist so krass mit denen. Deswegen kriegen die auch hier die Betäubungswaffe, hier den Pulslaser. Und ich glaube, wir werden jetzt mal wirklich schon mal beenden, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt schon mal anfangen. Und dann hänge ich halt mitten in der Runde und dann wollen die Aliens mich noch umbringen. Aliens werden ja töten. Ja, ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und nein, Handy, du machst jetzt keinen Sound. Jetzt wirst du mich schon mal vorher ausgemacht. Ha!
Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ich werde versuchen, also ich glaube, habe die Woche ein bisschen mehr Zeit, was aufzunehmen. Ist immer so eine Sache, ne? Ich muss wirklich meine speziellen Aufnahmebedingungen haben. Und naja, bis dahin, ne? Tschö, tschö, und dann killen wir mal ein paar Aliens, ne? Haut rein.